Hallihallo alle zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Project Selfie. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe keinen Plan, was wir heute machen, so wie immer. Deswegen, ich bin gerade schon wild am Überlegen, was wir machen können. Wir könnten Botania machen, fällt mir gerade mal so ein. Ich habe auch noch meine Festplatte ein bisschen durchwühlt. Ich habe noch ein paar alte Aufnahmen vom Anfang, von vor zwei Wochen oder so. Die könnte ich heute noch mit verwenden, damit ich die endlich mal vom Tisch habe, quasi. Aber ich würde auf jeden Fall gerne erstmal Botania machen, weil... Also es gibt ja diesen schönen Sojourner Sesh, ja, den man hier so schön craften kann. Das können wir, glaube ich, relativ fix machen, weil ich meine, ich habe dafür schon die nötigen Sachen irgendwie gemacht. Rune of Air, Rune of Earth. Müsste ich beides haben. Jawohl. Dann ein Mana-Stiel-Ingot und vier Leather. Schön Leather-Schlüpper mit reinkraften. So. Dann kann ich gleich nochmal Updates zu meinem Haus geben und zu allem Möglichen. Und dann kann ich die Clips da reinhauen und dann, ja. Das werdet ihr ja dann sehen. So. Zack, zack, zack. Weil dann bin ich ein bisschen fixer unterwegs. Ich habe mir, ich will es nicht Regeln nennen, aber ich habe mir so ein kleines, Handicap auferlegt. Ach stimmt, ich brauche ja Mana, das Ding, ne? Vergesst halt immer wieder. Muss sie das selber aufladen oder zieht die das gerade Mana? Equipable im Bell Slot. Ne, okay, gut. Also brauche ich noch ein Mana-Band, alles klar. Mana. Wie heißt das? Mana. Band of Mana. Müssen wir ein Tablet machen? 8 Rocks. 8 Rocks. Diamanten haben wir zufällig hier. Mensch, ist ja Wahnsinn. Nee, Quatsch. Erstmal craften. Ein Mana-Tablet. Zack, zack. Und dann 4 Ingots. Und dann haben wir auch schon unser Band of Mana. Mensch, ist ja der Wahnsinn. Einmal voll machen, bitte. Wieder nicht. Ah, okay. Aber ich will erst das kleine Ding hier leer machen. So. Jetzt müsste das ja gehen, oder? Ja, super. Dann haben wir nämlich immer ein bisschen fix unterwegs. Ja, wie gesagt, hier haben wir so ein Handicap aufgelegt. Und zwar werde ich auf Rüstung versuchen zu verzichten. Ja, ich habe jetzt nur Boots, damit ich keinen Fallschaden kriege. Und dann ist das Ding voll. Halb voll. Muss reichen. Schneller. Oh yeah. Oh, das ist so schön. Es ist so schön. Ja. Endlich schneller reisen. Ui. Aber geil. Ja, also das ist eigentlich immer so mit das Erste, was ich mache. Aber ich wollte das irgendwie, warum auch immer, für eine Folge aufheben, das zu craften. Deswegen, so, bitteschön. Jetzt haben wir das auch gesehen. Kann man auch irgendwann mit Botania machen, jetzt wo ich gerade mal hier bin. Ich weiß gar nicht. Was gab's denn? Die Rüstung. Ich weiß das nicht. Ich habe mir momentan Dark Boots gemacht, damit die halt auch länger halten, weil die mit Strom laufen quasi. Also die haben eine gewisse Durability. Und ich habe sie auf Empowered 4 verzaubert. Das macht man mit diesen Vibrant Crystals von End.io. Und man sieht das unten. Huch. 95% Damage absorbt bei Power. Das bedeutet, er hat 1 Million F im Speicher, hat 450 Durability, ja, und hat eine 95%ige, also 95% des Schadens, den ich bekomme, wird von dem Strom abgezogen. Ist ganz praktisch, so hält das wesentlich länger. Und die Boots kann ich dann selber auch noch reparieren im Amboss, also von daher halten die erstmal ewig. Ich weiß nicht, ob ich auf ein Jetpack verzichten möchte. Ja, das würde ich mir gerne mal irgendwie auflegen, dass ich halt auf Jetpack verzichte. Und das halt höchstens zum Bauen oder so benutze. Ja, mal gucken. Vielleicht habe ich ja noch ein paar witzige Ideen, was man so an Selbstrestriktionen sich auferlegen könnte. Ja, irgendwelche Handicaps, dass man auf irgendwas verzichtet oder keine Ahnung was. Weil das Spiel ein bisschen interessanter bzw. schwieriger macht. Ja, wäre vielleicht ganz interessant. Aber jedenfalls, was könnte man denn noch machen? Ich wollte... Warte mal, Botania hat doch einen Bogen, oder? Ich benutze jetzt relativ häufig den Bogen. Und ich glaube, die haben einen besseren, oder? Living Wood? Living Wood Bow. Ist der besser? Der hält zumindest länger. Dann gibt es auch den Crystal Bow. Aber der braucht dieses Zeug aus dem... aus diesem komischen Portal. Da ist das, glaube ich, ne? Ja. Okay, davon sind wir noch ein Stück weit entfernt. Dann könnte man vielleicht erstmal
so einen Bogen machen. Livingwood Bow, oder? Aber das ist ja im Grunde nichts Aufwendiges. Das muss man jetzt nicht unbedingt jetzt machen. Ja, hier ein bisschen String in den Mana-Pot schmeißen und dann die Sticks und zack hast du den Bogen. Naja, das ist es nicht wert. Dann kann ich ja mal ein bisschen rumcheigen, Fricks. Ich habe ein bisschen in der Halle weitergemacht. Ich habe so ein bisschen... Ich hab mit Chittle und Bits rumexperimentiert. Habe mich da einen Abend lang sehr ausgetobt. Bis ich hier gemerkt habe, dass es viel zu viel Arbeit werden würde, wenn ich das alles hier so mit Chittle und Bits mache. Weil ich so die Säulen halt richtig rund gemacht habe, richtig pixelgenau gearbeitet, dass hier so eine schöne Kurve ist und das Holz halt richtig rund ist und irgendwelche Muster hier eingefügt. Und ach Gott, da bist du ja ganz kirre bei. Deswegen habe ich mich jetzt so auf Viertel bzw. halbe Blöcke beschränkt. Zum Beispiel wie hier. Ja, hier so das Holz ein bisschen rund gemacht. Ja, das sind Viertelblöcke hier, mit denen ich gearbeitet habe. Sieht ganz gut aus eigentlich, finde ich, weil dadurch wirkt das Holz ein bisschen runder. Ja, wirkt wie eine richtige Säule. Hier unten habe ich halt auch mit halben Blöcken dann gearbeitet. Ich weiß nicht, warum das halbe Blöcke sind. Das sind Viertelblöcke, aber in dem Tool-Auswähl-Dings sind das halbe Blöcke, mit denen man arbeitet. Naja, wurscht. Und ich habe hier den Boden so ein bisschen, so eine Platte entfernt, damit das so ein bisschen Tiefe hat, so ein bisschen 3D-mäßig. Ja. Sonst noch was? Ja, ich habe hier an dem Wanddesign so ein bisschen gearbeitet. Ich glaube, damit bin ich jetzt relativ zufrieden. Ja, das werde ich dann halt überall hier zwischen machen. Und dann werde ich noch daran arbeiten, hier oben eine schöne Decke einzufügen, wo ich noch keine Idee so wirklich habe. Und ja, ein paar von euch haben mir vorgeschlagen, hier so eine schöne Statue zu machen. Was ich eine richtig gute Idee fand. Ich werde ganz sicher keinen von Schnauzer bauen. Ja, das könnt ihr schön vergessen. Aber ich bin noch am Überlegen, was für eine Statue man hier hinbauen könnte, wie groß. Und es soll ja schon irgendwas Lustiges sein, ne? Irgendwas Cooles. Man könnte ein Spieler-Dings bauen, also eine Spielerstatue, aber das ist ja auch langweilig. Ich bin noch am Überlegen, vielleicht fällt mir noch was Tolles ein nächster Tag. Ich habe ja noch Zeit, ja, ist ja gerade erst am Anfang quasi. Ja, so weit, so gut zur Halle. Mein Haus habe ich noch ein bisschen umgestaltet, nachdem ein... ja, ich habe mein Haus nicht freiwillig umgestaltet. Ja, ich habe hier mit Forestry-Holz ein bisschen gearbeitet, was ich von Villagern bekommen habe. Gefällt mir farbmäßig, sieht relativ witzig aus. Hab ein vernünftiges Dach drüber gezogen und so weiter. Weil ich muss es zwangsläufig machen, nachdem ich hier morgens schön nach dem Ausschlafen hier vor die Tür getreten bin. Und was steht genau vor mir? Ein fetter grüner Penner. Ja, ein fetter grüner Penner steht da vor mir, der da irgendwo hinter meinem Haus gelungert hat und jagt mir die halbe Front weg. Ja, das musste ich ja eh hier alles neu bauen. Ja, die Kisten, hier zwei Kisten waren weggesprengt und so weiter. Also es war ein Riesenfiasko. Ja, von innen habe ich nochmal ein bisschen aufgeräumt, würde ich sagen. Ja, ich habe jetzt so eine schöne Obsidian Pressure Plate, mit der ich die Tür so auf und zu machen kann. Das ist ganz super. Ich habe nach wie vor meine Geräte hier zu stehen. Ich habe hier auch einen schönen Boden jetzt reingezogen. Ja, schön Laminat verlegt. Habe ich noch was geschmolzen gehabt. So, weg damit. Und ja, hab hier halt jetzt aus Platzgründen, weil es jetzt wirklich langsam eng hier oben wird, habe ich jetzt doch einen kleinen Keller ausgehoben. Hier habe ich momentan meine ganzen Villager zu stehen, die fleißig Emeralds produzieren. Sehr gute Arbeit, weitermachen. Und hier ist mein Stromspeicher, immer noch die 4 Millionen F, die ich oben auch zu stehen hatte. Für mein Jetpack habe ich hier ein bisschen was zum Produzieren und halt von Immersive Engineering, damit ich schon mal da loslegen kann. Mit Immersive Engineering will ich aber noch warten, weil das momentan noch ein bisschen verbuggt ist bei uns im Modpack, weil das keine richtige offizielle Version ist, sondern irgendein Alpha-Gedöns. Und ja, sieht auch relativ witzig aus, wenn man eine Wrench in die Hand nimmt, weil mein halbes Haus hier vorne aus versteckten Kabeln besteht. Ja, hier einmal von der Smeltery, ja, damit das von außen ein bisschen ordentlicher aussieht und nicht diese komischen Pipes hier langlaufen. Ja, läuft da durch Haus die Items und landet in der Kiste. Strom kommt hier oben von Solar Panels. Ja, ich habe hier quasi Platz für drei Solar Panels. Aber ich habe jetzt Solar Panels benutzt für zum Beispiel für unser Teleporter-Ding da und für das Spawner-Ding da unten. Und ja, deswegen, ich werde hier nochmal ein paar neue, glaube ich, craften oder auf eine gänzlich andere Stromquelle umsteigen. Da werde ich mir noch überlegen. Ja, führt halt runter in den Tank und hier vorne kommt die Energie dann wieder hoch für meine Geräte und so weiter.
und ein Powered Enderman Spawner. Ja, den benutze ich nach wie vor, weil so schön das da unten auch ist, ja, oder ein bisschen schwieriger ist, so Enderman zu spawnen, ja, das... Es geht halt schneller einfach mit dem Ding hier, ja. Ich drücke hier, zack, auf, zack, und dann ist halt ein Enderman da. Oder mehrere sogar. Die werde ich direkt mal einfangen. Hup. Hup. Ich mache das immer so. Ich fange sie mir mit diesen Vials ein. Dann stelle ich mich safe unter einem Baum. Wo sie mich nicht angreifen können. So. Und dann... komm her hier. Hey! Bleib hier. Oh. Weil die tun richtig weh. Weil ich habe ja gesagt, dass ich auf Rüstung verzichte. Größtenteils. Oh. Jetzt bleib doch mal stehen. Mann. Au. Oh, siehst du? Unten ist das halbe Leben weg. Ich will meinen Hund nicht hauen. Ja. Ah, Mann, ich wollte es mit Looting. Ja, danke, Hundi. Das hast du gut gemacht. ja, so ein bisschen cheat. Ich habe jetzt hier so ein Enderman, Endstone-Ding auf meinen... ich habe jetzt hier, warte... Ein End-Whiteguard, also das Whiteguard für das Schwert habe ich jetzt aus Endstone gemacht, habe es ausgetauscht. Das hatte auch jemand von euch in den Kommentaren vorgeschlagen, weil dadurch sich die Endermänner nicht wegporten. Das ist immer ganz super, weil ich habe ja dieses Feuerschwert quasi. Ja, Magma Slime Sword Blade, damit mache ich brennenden Viechern mehr Schaden, habe halt Feuer noch drauf, damit Viecher auch brennen. Ja, aber dadurch porten sich die ja meist weg, die Endermänner. Das ist schon ganz praktisch. So, jetzt bin ich schon wieder total abgekommen von dem, was ich eigentlich machen wollte. Ja, das ist soweit der aktuelle Stand, würde ich mal behaupten. Wieder viel für euch zu nachdenken, ja. Also schön fleißig Kommentare schreiben, ja. Ich bin da sehr gespannt drauf. Und werde jetzt, glaube ich, noch ein bisschen Material reinschneiden von dem, was ich noch so auf der Platte habe. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein! Chisel aus der Chisel-Mod, also C-H-I-S-E. Das ist er, ja. Okay. So, Hightech-Tür. Was kann die besser? Oh, verdammt, die habe ich jetzt schon falsch gemacht. Die Hightech-Chisel kann die Textur schon im Voraus anzeigen in so einem kleinen... Ja, es sieht einfach mega fancy aus dann. Aber die werde ich noch nicht machen, da brauchen wir Diamant für und wir haben nur zwei Diamanten hier am Spawn. Und das ist nicht so wichtig, das Ding. Da geht auch die normale Chisel erst noch. Kann man aus normalen Glas Scheiben machen? Indem du sechs... Ist das? Ach nein, das ist kaputt gemacht. Du musst 6 waagerecht sozusagen machen, also 2. Das neue Hightech-Tür. 6? 6 Glas brauchst du dafür. Muss schon schnell genug sein. Ich hab 16 Bleibende, Eigentlich gar nicht so blöd, weil halt Mobs echt nicht durchkommen, ne? Ja. Obwohl Mini-Zombies müssen durchkommen, ne? Ah, stimmt, ja. Scheiße. Blöd. Aber warte. Wenn du die in die Mitte setzt. Ja. Idiotensicher. Und vor allem können wir jetzt die obere einfach wegmachen. Weil wir brauchen tatsächlich nur die eine. Ja, aber der Mini-Zombie kann doch trotzdem hier durch. Ich glaube, passt der da drunter? Die sind nur ein Block groß. Das ja, der kann weniger als ein Block hier. Ja, aber drunter. Der kann oben drunter laufen. Drüber laufen. Ach so. Aber wir könnten das vielleicht so machen. Was? Ja. Es gibt einfach keine Patentlösung manchmal. Schade. Okay, wir brauchen einen Redstone-Repeater oder so. Dann geht das. Oh Gott. Wird schon so fancy. Okay, hier. Die Tür wird jetzt. Pass auf, ich mach das jetzt. Oi, ich werde hier nie wieder rauskommen, Leute. Du gehörst mir hier. Warte mal. Ha, ich kann's noch. Redstone Repeater, Junge. Move, so. Baby. Warte. Müsste doch. Aber das zählt irgendwie. Wie gucken denn die hier aus? Kann man das? Das mit dem Messer ist echt anstrengend. Nee, das kann man nicht. Hey, mein Redstone. Warte mal, man kann auch. Ich dachte, man kann zwei Blöcke mit dem Repeater ansprechen. Oder bin ich jetzt doof? Was ist denn da oben in der Luft? Was ist da so interessant? Ich chisle. Stör mich nicht. Achso. Sorry. Chisle nennt ihr das also. Ja. Geht das jetzt? Du hast mir noch meinen Knopf geklaut, dafür. Du Sau. Nicht irgendein. Ach, warum geht denn das nicht? Das Wort, was ihr umschreiben wollt. Herrgott, nochmal 1000 mögliche Holztexturen und keine gefällt mir.
Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte... Hä? Repeater. Machen wir es halt anders. Jetzt kommen härtere Geschütze. Du, ich mag es, wenn du härtere Geschütze aufwärst. Und ich erst. Gott. Tada! Redstone-Tür 9000. Aber warte mal, ich glaube, ich kann es sogar noch vereinfachen, das System. Oh yes, baby. Das ist so ein geiles System. Guck's dir an, Alter. Das ist so awesome. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Show me. Warte mal, haben wir Obsidian? Obsidian hab ich in meinem... Nee, ich glaub, ja. Warte, hab ich's dabei? Ja, ich hab 3 hier drin. Ich hab 10 dabei. Nee, warte, das ist gar nicht hier drin, was ich will. Ich dachte, wir hätten wieder Obsidian Pressure Plates drin. Diese Rucksäcke, ey, ich kann sie nicht mehr sehen. Furchtbar. Oh, ich bin so toll. Redstone Genius, Junge. Ja. Warte mal, von drinnen können wir so. Von drinnen können wir sogar mit einer Pressure Plate arbeiten, ja, so fortgeschritten sind wir. Und es funktioniert nur eine. Oh, warte. So. Ha! Das ist ein Alloy gekommen, Redstone Cable. Das kannst du craften. Muss man nicht. Früher war das doch Alloy. Ja, früher, aber mittlerweile ist es was anderes. Das ist, glaube ich, ist aus diesem Charset-Mod oder wie der heißt. Jupp. Yep. Ja. Jetzt sind wir endlich safe. Außer Flip reißt wieder eine Wand auf. Dumm. Echt, also pff, ist natürlich die Auslese. Also mir gefällt meine neue Tür. Mir auch. Also, ich glaube, wir können jetzt offiziell feststellen, dass dieses Haus eine Tür und ein Dach hat. Ja. Yeah. Das ist also ein Haus. Also, ich finde die Tür viel besser. Ich habe auch wesentlich mehr Arbeit da reingesteckt, als du und dein Dach. Ja. Ah. Dieser Moment, wenn du es nicht mal schaffst, dir die Axt in den Rücken zu tragen, wie man es gerade will. Ah. Bin zu nichts zu gebrauchen. Endlich hat er es eingesehen. Hm, fragt sich nur wie. Ich bin echt gut für diese Tür. Mann, ey. Tja, das ist immer auf den neuen Skin gewechselt. Das kann nicht wahr sein. Also ich komme hier wunderbar durch. Also ich bin 2 Pixel dünner als du. Alter, jetzt mach euch mal hier nicht fertig. Ich hab mich für 30 Minuten... Oh, wow, 30 Sekunden gepoisoned. Ey, hör auf! Du bist doch nur gepoisoned. Ja, es tötet, ne? Tötet das nicht? Nein. Entschuldigung, manchmal kommt der Zombie bei mir einfach durch. So eine Hure, hey. So eine Hure, was ist denn das, ey? Ein guter Schuss. Ich hatte dein ganzes Leben, du Hure. Deswegen hab ich auch auf dich geschossen. Oh, oh. Mann! Jetzt 20 Level oder so. Ja, jetzt nicht mehr. Keine häusliche Gewalt. Ah. Das ist ja außerhäusliche Gewalt, ja.